Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen zunächst eine technische Bemerkung an uns heranlassen. Leider gestattet uns die Leseordnung hier, die offizielle unserer Kirche, nie das Vaterunser an seiner richtigen Stelle zu hören. Da haben die Exegeten herumgeschnitten. Und das ist sehr bedauerlich. Wir haben gestern aus der Bergpredigt, die wir eigentlich jetzt fortlaufend lesen, dieses Wort gehört von dem, was wir im Verborgenen tun sollen. Almosen geben und eben auch beten. Und daran schließt unsere Ordnung, nur weil das parallel gestaltet ist, indem, wie Jesus spricht, gleich das Wort vom Fasten an. Aber das kommt da nicht. Sondern nach dem Wort vom Beten in die Kammer zu gehen und die Tür zuzuschließen, dort folgt das Evangelium, das wir heute hören, das Vaterunser. Und es steht keineswegs zufällig dort. Denn die ganze Bergpredigt ist ganz sozusagen symmetrisch aufgebaut und exakt in der Mitte, als pulsierendes Herz dieser ganzen Bergpredigt, ohne die man sie gar nicht verstehen kann. Wie oft wird an der Bergpredigt herumgedoktert? Wie oft wird sie herbeigezogen, wenn es irgendeinem in den politischen Gram oder in die Ideologie passt, werden bestimmte Dinge gelesen, zitiert, in die Menge geworfen. Man kann diese zentrale Aussage Jesu nicht verstehen, wenn man das Zentrum verschiebt. Und das Zentrum ist das Gebet, das Jesus uns lehrt. Das pulsierende Herz, die Mitte, die symmetrische Mitte der ganzen Bergpredigt. Wir müssen das verstehen. Und erst dann kommt das Wort vom Fasten. Das ist nicht nur eine zufällige literarische Anordnung, wie man das dann abtut, als sei das sozusagen ein kleines Kunststückchen von Matthäus, der uns das interessant machen will. Jesus setzt sein Gebet bewusst in die Mitte dessen, was wir Bergpredigt nennen. Es ist das Gebet, das die Mitte sein muss von allem. Es ist das Gebet, das die Mitte der Kirche sein muss. Die Kirchenväter haben das noch verstanden. Sie hatten, die Frühen, noch gar kein Glaubensbekenntnis, das sie hätten auslegen können. Sie erklären das Vaterunser. Es ist der Index, das Inhaltsverzeichnis des christlichen Lebens. Und es wird im Gebet eingeübt. Es gibt wahrscheinlich seit 2000 Jahren keine Minute der Weltgeschichte, wo dieses Gebet nicht irgendwo auf der Erde gesprochen wird. Und doch, wie das bei Texten ist, die uns vertraut sind, schalten wir dann den Kopf manchmal aus und auch das Herz. Diese 7 Bitten, die uns Jesus anvertraut, wie wir beten sollen, eben nicht in einem Wortschwall, sondern in der Konzentration auf das, worauf es ankommt. Das ist alles zusammengefasst. An diesem Gebet können wir alles lernen, was es bedeutet, Christ zu sein. Und ich fand das noch einmal bemerkenswert, bei einem orthodoxen Theologen formuliert. Dieses Gebet ist mehr als ein Gebet. Es ist eine Offenbarung und Enthüllung jener geistigen Welt, für die wir geschaffen sind, jener Hierarchie der Werte, die uns allein erlaubt, alles in unserem Leben an seinen Ort zu stellen. In jeder Bitte finden wir eine ganze Schicht von Selbsterkenntnis, in jeder Bitte eine ganze Offenbarung über uns selbst.